geschätzte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wo gearbeitet wird, werden manchmal auch Fehler gemacht. Das ist selbstverständlich, das ist nachvollziehbar für jeden Einzelnen von uns und das ist auch unabhängig von der Parteienkonstellation der Regierung. Und bei der Vielzahl von Entscheidungen, die so eine Regierung zu treffen hat, ist es, glaube ich, ganz natürlich, dass davon auch die ein oder andere einmal suboptimal ausfällt. Dass sich daraus aber keine Routinen entwickeln, dass sich Fehler nicht wiederholen und nicht nachhaltig zu einem finanziellen Schaden für ein Land entwickeln können, dafür haben wir den Landesrechnungshof, der regelmäßig und kontinuierlich und beständig die Arbeit der Landesregierung überprüft, Hinweise gibt und auf Fehler aufmerksam macht. Im Haushaltskontrollausschuss bewerten, verhandeln wir diese Diskussionspunkte dann miteinander und finden Wege, wie damit in Zukunft umzugehen können. Das ist eine sehr wichtige Arbeit und ich finde das auch notwendig und hilfreich für die weitere Gestaltung des Landes. Und trotzdem ist es ja so, dass der Ausschuss für Haushaltskontrolle dabei wenig im Fokus der Aufmerksamkeit und der Öffentlichkeit steht. Das ist insbesondere schade, weil da, anders als in den anderen Fachausschüssen, natürlich querbeet durch alle Fachspektren der Landesregierung gearbeitet wird. Wir haben in diesem Berichtsturnus, um nur ein paar Beispiele zu nennen, uns mit der Finanzierung und Organisation des Sommerfestes der Landesregierung zum Beispiel beschäftigt. Dieses Sommerfest steht ja in wenigen Tagen erst wieder an. Wir haben uns mit der Auslastung und Finanzierung der Gästehäuser der Brandenburgischen Hochschulen auseinandergesetzt. Wir haben über die Förderung von Wasserfahrzeugen bei uns im Land Brandenburg diskutiert oder aber auch über die Zuschüsse der Verbraucherschutzzentrale bei uns im Land. Der Ausschuss steht aber möglicherweise auch gerade deshalb nicht so im Fokus der Öffentlichkeit und der Aufmerksamkeit, weil es anders als in anderen Ausschüssen sehr ruhig, ich würde nicht sagen gelassen, aber konzentriert und konstruktiv zugeht in diesem Ausschuss. Ich finde es sehr dankbar, ich bin froh über diese Arbeitsweise, aber möglicherweise ist das ja genau ein Punkt, warum der Fokus auch nicht so sehr auf diesem Ausschuss liegt. Und die Vorkollegen haben das hier in ihren Beiträgen ja bereits deutlich gemacht, in ihren Dankesbekundungen, in ihren Aussprachen, dass sie diesen Arbeitsstil eigentlich auch teilen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es ja beispielgebend sein könnte für die Auseinandersetzung auch in anderen Fachausschüssen. Denn wenn man zum Beispiel allein einen Blick zu dem Schwester- oder Bruderausschuss, wie auch immer man das bezeichnen möge, also zu dem thematisch am Nähe gelegensten Ausschuss wirft, nämlich zu dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen, kann man feststellen, dass es dort eben wenig Ruhe gibt, sondern eher Krach und aufmerksamkeitsheischendes Verhalten, könnte man sagen. So wird einem auch von vielen Zuschauern berichtet. Jetzt möchte ich gar nicht in die Diskussion verfallen, ob die Diskussion im Kontrollausschuss möglicherweise deswegen eher von Ruhe geprägt ist oder vielleicht auch von falscher Milde, weil es um Fehlerbetrachtung geht und wir alle wissen, vielleicht solche Fehler gemacht werden, aber möglicherweise ist es ja so, dass im Ausschuss für Haushalt und Finanzen eher die Lautstärke ansteigt, weil man das Gefühl hat, möglicherweise die Sorge hat, dass es zukünftig neue Fehler geben könnte. Das wäre ja ein Motiv, das wäre dann, glaube ich, auch nachvollziehbar, aber möglicherweise, und da habe ich so ein bisschen die Sorge, geht es eher darum, dass die Lautstärke manchmal auch ansteigt, wenn man das Gefühl hat, dass das Argument der anderen Seite vielleicht doch eher von Richtigkeit geprägt ist und nicht die eigene Auffassung. Und dann hätten wir da aber ein Problem. Also ich würde mir wünschen, dass wir einen Arbeitsstil finden würden, auch in anderen Ausschüssen, der von einer ähnlichen Sachlichkeit, Konstruktivität, Kollegialität geprägt ist, wie wir es im Ausschuss für Haushaltskontrolle haben. Deswegen natürlich auch hier der möglicherweise obligatorisch, aber auch nachvollziehbare Dank an alle Beteiligten in diesem Prozess, an die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten, den Vorsitzenden, Herr Ziel, an den Rechnungshof natürlich, obwohl ich natürlich gleichwohl sagen möchte, dass auf der anderen Seite natürlich selbstverständlich ist auch. Das ist unsere Arbeit, das ist unser nicht nur täglich Brot, das ist es, was wir für unser Land hier auch tun und gestalten wollen. Und es ist gut, dass wir diese Arbeit in diesem Sinne machen. Ich glaube, dass es notwendig und richtig ist und dass wir in Zukunft ähnlich verfahren sollten und ich bitte um Ihre Zustimmung zu den Beschlussempfehlungen und zur Entlastung der verschiedenen Gremien. Herzlichen Dank.